Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende und einen guten Wochenstart gehabt. Lass uns mal gucken, was hier so los ist. Mach dir mal kurz bewusst, das ist eine allgemeine Legung. Guck mal, ob du damit mit irgendeiner Art und Weise in Resonanz gehst. Ups. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn heute? Das Wurzelmädchen, das verleugnet es selbst. Beobachter, Abstand. Mitox, Heilung von Körper, Geist und Seele. Da brauche ich aber noch eine Karte. Viele Masken, das authentische Selbst, okay. Passt schon. Also hier geht es um eine Energie eines Menschen. Es kann deine eigene sein oder eben aber die einer anderen Person. Man gibt sich nicht authentisch, man zeigt sich nicht so, wie man eigentlich wirklich ist. Ja, es geht hier eigentlich um einen Menschen, der nach außen hin recht viel präsentiert, zeigt, von sich rausgibt. Ja. Ich weiß nicht, auf irgendeine Art und Weise den Blick auf sich zieht. Und das ist das, was man im Außen sieht. Aber hinter der Maske, hinter der Fassade sieht es eigentlich ganz, ganz anders aus, weil dieser Mensch ist ein Schauspieler. Ja, das muss ja jetzt nicht zwingend negativ ausgelegt sein. Nein, denn es geht hier um eine Angelegenheit. Man möchte auch nicht, dass man hinter eine bestimmte Maske blicken kann. Es geht darum, dass ein Mensch sich mit Absicht verstellt, weil man nicht will, wie es hinter dieses eigenen Vorhabens aussieht. Jemand macht man etwas ganz bewusst. Man steuert das, damit man hier die Kontrolle beibehält, weil man nicht will, wie es wirklich hinter der Fassade aussieht. Es ist wie ein Schutzwall, es ist wie ein Berg. Du siehst dann nur die obere Spitze, aber dahinter sieht es anders aus. Weißt du, wie ich das meine? Also hier bauscht sich jemand sozusagen auf. Ist lustig zum Beispiel oder sehr charismatisch, irgendwie sehr laut, vielleicht auch launisch, aufbrausend, vielleicht auch sehr, ich weiß nicht, auf irgendeine Art und Weise macht sich dieser Mensch hier ganz groß. Das macht man mit Absicht, weil man nicht will, dass man etwas an diesem Menschen bemerkt. Und das hat etwas mit seinem eigenen authentischen Selbst zu tun. Was hier verleugnet wird, entweder durch diese Person selber oder man würde verleugnet werden, wenn man sein wahres Antlitz preisgibt. Dann würde man anders auf diesen Menschen schauen und blicken. Dann hätte man wahrscheinlich nicht mal dieses Ansehen, dieses, ach, ich schaue zu dir rauf, ich schaue zu dir hoch. Vielleicht ist es eine autoritäre Person, also demnach ein Chef, ein Vorarbeiter, Vorgesetzter. Na? Irgendwie sowas hat es damit auf sich. Mit Macht und Kontrolle etwas beibehalten wollen, um bloß nicht durchzudringen oder durchscheinen zu lassen, dass man eigentlich hier hinter dieser Fassade etwas heilt. Und das hat etwas damit zu tun, dass man sich selber vergiftet hat durch das eigene Wesen, weißt du, durch Glaubensweise, durch Verhaltensweise, wie mit Menschen umgegangen ist. Vielleicht ist man hier sehr respektlos mit Menschen umgegangen, aufgrund von Ego, ja, wenn man hier wirklich auf Biegen und Brechen etwas durchsetzen wollte. Und nun ist es so, wird hier irgendetwas am Anschein nach gespiegelt. Und hier heißt es jetzt erst einmal, sich von diesen eigenen Gedankengängen, Verhaltensweisen, Mustern zu befreien und diese in Heilung abzugeben, eben weil man vielleicht auch jetzt erkannt hat, dass man gar nicht mehr so sein möchte. Ja, weil es macht müde, es baut Druck auf. Du musst ja ständig immer und immer wieder dieses Level aufhalten. Ja, du musst es ja wirklich immer und immer wieder so anheben, dass da wirklich keiner auf diese Idee kommen kann. Da könnte irgendetwas an dir falsch sein. Aber was ist falsch? Es ist einfach nur, man zeigt sich nicht so, wie man ist. Und das ist richtige Arbeit. Und da steckt man Energie rein. Ja, und hinter der Fassade sieht es dann auch so aus, dass man zu Hause auch mal zusammenbricht,
weil der Druck in einer Person so dermaßen groß ist, dass man den Ganzen hier einfach nicht mehr standhalten kann. Und die einzige Möglichkeit ist, in einem geschützten Raum sich da einfach fallen zu lassen und hinzugeben und so sein kann, wie man ist. Weil da sieht man es einfach nicht. Ne? Und es fließen hier auch sehr viele Tränen, ne? Weil das einfach nur noch ein Akt ist. Es ist vielleicht auch sogar ein Spießrutenlauf. Man hat hier einfach auch keine Lust mehr, dieses ganze Tamtam beizubehalten, weil es einfach nur erschöpft. Es macht müde. Ne? Und hier heißt es ja nun auch, Heilung von Körper, Geist und Seele. Ne? Auch Schattenthematiken abzulegen, sich diese anzunehmen, anzuerkennen. Dass man hier genauso ist, wie man ist. Und so wie man ist man auch gut so. Weißt du? Hier zeigt sich auch ein Mensch an, der dich beobachtet oder du beobachtest einen Menschen, beobachtest ihn bei seiner Entwicklung, ziehst da etwas mit für dich selber auch raus und bringt dich hier irgendwie in eine Art der Regeneration. Na, etwas verbindest du dann eben mit dem, was du beobachten kannst in Heilung. Ja, vielleicht siehst du ja auch geradezu, dass ein Mensch heilt, sich verändert hat, nicht mehr so ist, wie man ist, vielleicht einst mal sehr, sehr ängstlich, aber mit der Zeit sehr herangewachsen, gedeiht, verwurzelt und dadurch sehr reif geworden ist. Na, man spricht dann von dem Reifeprozess hier. Hier geht momentan sehr, sehr viel Unterstützung seitens des Universums mit. Es geht hier wirklich um einen Reifeprozess. Aus einem kindlichen Verhalten in das erwachsene Verhalten überzugehen und andere Dinge von einer anderen Warte aus betrachten zu können. Es geht hier um das große Ganze. Es geht jetzt nicht mehr um dieses kleine, feine, sondern das große Mögliche. Das ist das, was das Universum hier sagt. Und hier liegen auch viele, viele überraschende Momente drin, die hier beflügelnd wirken können. Es geht um Veränderungen, es geht um einen Wandel. Etwas wird sich hier wirklich gravierend verändern. Ein Mensch verändert sich hier gravierend zum Besseren. Ob du es nur mitbekommst oder nicht, also ich weiß nicht, auf wen du guckst. Wie gesagt, das kannst du auch selber sein. Verändert sich hier zum Positiven, verändert sich dadurch natürlich auch in seinem eigenen Sein und kommt dadurch zu einem Reifepunkt an. An einem Reifepunkt an, wird dahin geführt, herangeführt. Und das überbringt hier wirklich einen sehr, sehr schönen Moment mit sich. Ja, das ist irgendwie ein ganz, ganz intimer Moment, den hier jemand hat. Und das geht ja auch um Erkenntnisse. Es ist irgendwie ein Übergang, der jetzt da ist, aber dieser Übergang hat doch selber irgendwann mal ein Ende. Und bevor es dann eigentlich in diese eigentliche Absolution reingeht, ja, dieses spirituelle Erwachen, sozusagen diese geistige Reife, die dann entsteht in jemanden. Und das Ganze zieht man natürlich auch dementsprechend an, weil die Energie auch ganz, ganz anders ist, ne? Und dadurch, durch das Gesetz der Resonanz, Ursache und Wirkung, zieht man dann natürlich auch Leute wieder zurück, die vielleicht einst vor langer Zeit gegangen sind. Ja, das kann möglich sein, die man vielleicht noch vergrault hat aufgrund gewisser Umstände, Thematiken, Probleme, die durch halt natürlich Konflikt beispielsweise entstanden sein könnten. Es geht hier aber primär um wirklich diesen ganz, ganz intimen Moment, den hier jemand gerade für sich selbst spürt und empfindet, ja, wahrnimmt. Man wächst heran, man reift, das kann ich gar nicht anders sagen. Na, und das ist hier auch, wie gesagt, von oben sehr, sehr, sehr gut eingeleitet, weil dieser Mensch eben dieses Potenzial in sich hat. Das hatte er oder sie die ganze Zeit schon gehabt. Na, ob du es nur mitbekommst, ich glaube es eher weniger. Es ist hier wirklich ganz, ganz im Sinne dieses Menschen. Und hier zeigt sich wirklich eine Möglichkeit an, die auch darauf schließen lässt oder schließen könnte,
Das ist hier demnach auch. Es ist hier aber auch eine Begegnung drin, ne? Es kann hier sehr gut möglich sein, dass zu dem, was man hier macht, man gestaltet ja hier das komplette Leben neu. Tränen der Heilung sind das hier, ne? Das sind die Tränen der Heilung. Hier hat jemand ganz, ganz doll geweint. Ganz, ganz viel Kummer hat man ja hier oben schon gesehen in diesen vier Orakelkarten. Ganz, ganz viel Gefühl. Mitgefühl, Bedauern. Vielleicht auch ein Gefühl der Schams, des Schams. Man schämt sich für etwas, das man nicht wollte. Man wollte nicht, dass es so und so endet. Und nun schämt man sich und fließen ganz, ganz. Also, es ist ein sehr intimer Moment. Jemand ist hier gerade sehr emotional, war emotional. Das sind aber die Tränen der Heilung. Ja, dadurch erleichtert man sich. Der Druck geht raus. Wenn man weint, dann hat das ja auch, dann hat das Ganze ja natürlich auch eine reinigende Funktion. Na? Und wenn wir weinen, also wenn wir fertig sind mit diesem Prozess, sage ich jetzt mal, dann fühlen wir uns ja in der Regel viel leichter, beschwingter, uns geht es besser und wir fühlen uns auch viel mehr geerdeter. Vielleicht geht es auch wirklich darum, unterdrückte Gefühle zuzulassen, diese anzunehmen und anzuerkennen und sich selbst dadurch auch anzunehmen und anzuerkennen, wie man ist. Und dieses Weinen, diese Tränen der Heilung, die bringen hier ein kostbares Gut mit sich. Und dieses kostbare Gut, auch wenn es jetzt noch gar nicht sichtlich ist und auch wenn man sich das hier nicht vorstellen kann, es sind Energien, die freigegeben werden durch das Weinen, durch die Trauer, durch den Kummer, durch den Schmerz, den man hier durchlebt hat. Und durch die Tränen, die man freigegeben hat, die man freigelassen hat, ist Energie entstanden. Und diese Energie hat sich oben im Universum abgespeichert. Das hat sich das Universum gemerkt, weil hier geht auch eine Anerkennung mit. Ne, der Mond, das steht auch für Ruhm, Wertschätzung und Anerkennung. Etwas erkennt das Universum an. Diese eine kleine Sache rechnet einem das Universum hier hoch an. Ja, und das hat, wie gesagt, viel mit Reflexion, Arbeit mit dem Unterbewusstsein zu tun, auch mit der Traumebene. Was ist da passiert? Was hat sich da abgespeichert? Das ist hier richtig hochgekommen, von unten nach oben richtig hochgekommen. Ja, das könnte auch ein therapeutischer Ansatz hier sein, dass da jemand geholfen hat, genau das, was hier tief sitzt, in einem hochzuholen. Dass sich das Ganze eben hier nicht mehr versteckt. Ja. Oh je. Ja, hier sind einige Verluste bei diesen Menschen einhergegangen. Man hat den Beruf hier verloren, hat irgendwie das Glück verloren, hat es gesucht und auch verloren. Irgendwie ist hier nichts zustande gekommen. Das ist diesen Menschen bewusst geworden. Wahrscheinlich durch Reflexion, weil man hier eventuell das eine oder andere vermasselt haben könnte in Bezug auf Menschen, dem Umfeld. Ne? Und das ist hier jetzt alles in die Brüche gegangen. Viele Verluste, die sich anzeigen, Menschen, die sich zurückziehen, die mit einem hier nichts mehr zu tun haben möchten. Ja, hier geht es jetzt irgendwie darum, dass genau dieser Mensch das jetzt erfährt. Ja, wir reden dann hier von einem Mangel, den jetzt momentan diese Person durchläuft. Und dieser Mangel ist wichtig, weil dahinter steckt zum einen eine Lernaufgabe, ein Karma geht hier mit. Ne? Und das Ganze ist hier aber auch beschützt. Dieser Mensch ist geschützt. In ihm steckt Licht drin, in ihr ist das Licht. Und auch dieser Mensch hat hier die Chance auf Heilung verdient. Und deswegen sagt das Universum hier auch, hey, das hast du gut gemacht. Du bist beschützt. Hier geht ganz, ganz viel Druck raus. Die Erleichterung kommt. Es hat sich hier richtig festgesetzt. Man wollte hier die ganze Zeit immer und permanent eine positive Veränderung hervorheben. Also ich glaube, in Teilen meinte man das hier gar nicht böse. Ich glaube, diesen Menschen war es einfach nur nicht bewusst, wie man im Außen gewirkt hat. Und auch sehr verletzend durch eine aufbrausende Art und Weise.
Ja, es kann auch sein, dass es so passiert ist, dass man öffentlich andere Menschen gedemütigt hat, durch den Dreck gezogen hat und bloßgestellt hat, zum Beispiel durch Mobbing. Ja gut, dann muss man jetzt mal gucken. Das kann hier aber sehr gut mit reinspielen. Ja, Mobbing etc. PPP, das muss jetzt nicht alles hier in eins übergehen, aber könnten halt mögliche Gründe sein. Einige wussten wirklich nicht, welchen Schaden sie hier bei anderen Personen verursacht haben. Ja, und es geht jetzt darum, diesen Schaden wieder gut zu machen. Und da fängt ein Mensch jetzt bei sich an, indem diese Reflexion, indem diese Erkenntnis hochgekommen ist und nun damit arbeitet. Achtung mit Gedankengängen der Schadenfreude. Das ist eine niedrig schwingende Energie. Und dann ziehst du das selbst in dein Feld rein. Solltest du hier jetzt gerade solche Gedankengänge haben, so nach dem Motto, na endlich hat er sich auch verdient oder hat sie sich auch verdient. Na, diese ganzen Angelegenheiten sind nicht gut für dich. Das nur mal kurz nebenbei erwähnt. Positive Entwicklungen, die hereinkommen. Du scheinst ja auch ziemlich viel gemacht zu haben an dir selber. Also das heißt, du hast an dir gearbeitet, du hast auch Innenschau gehalten, hast auch ganz, ganz viel reflektiert. Für dich ist auch das eine oder andere hier noch gar nicht so wirklich klar in Bezug auf deine eigene Vergangenheit. Da gibt es auch noch etwas, das du hier momentan versuchst zu durchleuchten, zu durchblicken, aber kommst du noch nicht auf so eine richtige Antwort. Die Antwort wird kommen und die Antwort, die wird hier sehr überraschend sein, ja, weil das ist hier höchstwahrscheinlich eine Antwort, mit der hast du einfach nicht gerechnet. Es ist anders als gedacht. Ja, aber dieses überraschend sein, das ist für dich hier wiederum sehr positiv, wie auch immer das aussehen mag, ja, aber das ist hier wirklich eine ganz, ganz gute positive Entwicklung. Auch du kommst hier in die Gänge, weil du momentan ja auch noch so ein bisschen festgefahren bist. Und ich habe auch noch nicht so wirklich, ja, du kommst ja einfach noch nicht so wirklich raus. Na? Und das geht jetzt hier bei dir darum, dass du genau diese Lösung findest, dass du diese Antwort findest, die du vermeintlich suchst. Aber die Antwort, irgendeine Antwort ist ja schon auf dem Weg zu dir. Na? Und diese Angelegenheit geht hier entweder hast du etwas abgefragt, was mit einem sehr langen Zeitraum zu tun hat, oder es geht hier um eine Gesundheitsabfrage. Eine Bestätigung, vielleicht ist hier eine Diagnose auf dem Weg zu dir, die dich hier jetzt momentan noch so ein bisschen im Unklaren stehen lässt. In Bezug auf Gesundheitsfragen ist ja auch immer so eine heikle Angelegenheit, ja, aber das, was hier reinkommt, ist positiv. Ja, also positiv im Sinne von positiv. Positiv, nicht im Sinne von negativ, ja. Also das wird dir hier sozusagen einen Stein vom Herzen nehmen. Ja, du bist dann erleichtert, weil es dann nicht so schlimm sein wird, wie man sich das hier jetzt wahrscheinlich ausmalt. Ja, da kommt hier jemand zu dir, das kann ein Arzt sein, das kann ein Therapeut sein oder eben eine andere Person von einer Beratungsstelle zum Beispiel. Oder vielleicht unterhältst du dich auch einfach nur mit einer guten Freundin, mit einem guten Freund. Man hat hier irgendwie medizinisches Hintergrundwissen, ja, vielleicht auch eine Arzthelferin, wirst du hier den Austausch haben. Es ist auf jeden Fall eine Fachperson, die sich mit diesem Bereich auskennt. Und da kommt etwas positiv Überraschendes auf dich zu. Das ist sehr, sehr schön und würde dich hier auch wieder in deine Vitalität zurückbringen. Ja, also das ist hier nicht so schlimm. Das könnte auch mit deiner Psyche zu tun haben. Ja, dass du hier momentan so einen Einknick hast, vielleicht hast du auch schon eine Vorgeschichte. Irgendetwas wird hier auch wieder Licht in dein dunkles Wolkenfeld reinbringen. Ja, du hast hier irgendwie dunkle Wolken in deinem Kopf oder so fühlt sich das zumindest an. Ganz viele dunkle Wolken, für dich ist überhaupt nichts klar. Du siehst einfach nur diese dunkle Wolken vor dir, ja, und das sieht aus, als würde das gleich anfangen zu regnen. Da lichtet sich aber auch schon was für dich. Ja, es kann sein, dass du schon seit über einem Jahr, 2 Jahre, Pi mal Daumen, schon damit arbeitest. Und nun kriegt das Kind hier nun endlich mal einen Namen. Na, was? Du hast dann endlich eine Diagnose und mit der Diagnose kann man endlich arbeiten, therapeutische Ansätze reinbringen, Medikamente verschreiben, dass es dir ja auch besser geht. Das könnten auch alternative Heilverfahren sein, die sich hier anzeigen.
Traditionelle chinesische Medizin vielleicht, Homöopathie. Ja, wäre hier eventuell eine Alternative für dich oder könnte man darüber nachdenken? Vielleicht wird dir das auch vorgeschlagen. Dieser Vorschlag zeigt sich hier sehr gut und sehr positiv an. Da gibt es auf jeden Fall etwas, das dir helfen wird. Okay? Ich lasse es jetzt mal so stehen. Nee, warte mal, ich frage hier nochmal die Engel ab. Was die Engel denn hier noch gerne sagen möchten. Streichen, klären, beseitigen. Benutze nur positive Worte und Gedanken, da sie sich umgehend physisch manifestieren. Bitte die Engel, die Auswirkungen vergangenen negativen Denkens zu streichen. Das ist das, was ich gerade meinte mit Schadenfreude. Sei hier vorsichtig, wirklich mit deinen Gedankengängen. Das ist eine niedrig schwingende Energie und bringt dir auch keine Pluspunkte ein. Auch wenn du sagst, das ist aber gerechtfertigt. Mit Sicherheit ist es gerechtfertigt. Aber wie gesagt, dadurch ziehst du das wieder in dein Feld rein. Das einen leid, des anderen freut. Ja. Aber hier geht es darum, neutral zu sein. Du bist ein machtvoller Lichtarbeiter. Wow, mit Sicherheit bist du das. Du bist machtvoll und beschützt. Deine spirituelle Kraft bringt dir reichen Segen im liebevollen Dienst an der Welt. Oh, schöne Botschaft. Ja, vielleicht, das könnte hier gut passen. Bist eine Heilerin, ne? Hast viel Heilwissen in dir. Und das möchtest du gerne fortsetzen. Vielleicht bist du auch momentan sehr doll im Reiki vertreten oder interessierst dich dafür. Basischakra. Achte auf positive Gedanken, um dein Zuhause, deinen Beruf und deine finanzielle Situation zu beschreiben. Denn deine Worte entscheiden über das Ergebnis. Richtig, genau. Es ist hier die Manifestation angesprochen. Achte auf deine Gedankengänge. Welche Intention haben die? Sind die hochschwingend? Sind die niedrig schwingend? Achte auf positive Gedanken. Genau. Um das Bestmögliche natürlich auch für dich anzuziehen. Na, das möchtest du ja auch dementsprechend. Da sind wirklich, was in deinem hübschen Kopf drin ist, das ist sehr, sehr wichtig hier. Aber eben auch die Energie, die dahinter steckt. So, welche Sternzeichen können denn angesprochen sein oder unterstützt werden, besser gesagt? Dankeschön. Wir haben den Steinbock, Wassermann. Dann hat sich hier versteckt der Stier, der Skorpion, der Widder. Einen brauchen wir noch. Ach so, alles wird hier wieder gut werden. Ja, eine Person hat keine Macht über dich, wollte ich dir noch mal sagen. Lass das hier nicht mit dir machen. Jungfrau, du lässt das auch nicht mit dir machen. So, ich hoffe, die Legung war dir dienlich und du konntest hier eine ganz wichtige Meldung für dich mitnehmen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.